Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu FIFA 20. Ich habe vor vielen Jahren mal Fußballmanager 12 oder 13 gespielt, natürlich als Mainz 05 Coach. Und hier bin ich Krian von Noob, der neue Manager oder Trainer von Mainz 05. Ich dachte mir, wenn es schon neu rausgekommen ist, machen wir das auch gleich mal mit. Und ich freue mich unglaublich drauf. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Werdet Spaß dran haben. Ich habe zu Beginn natürlich wieder ein Testturnier angenommen, das was am meisten Geld gibt, weil ich hoffe, viel Geld damit zu verdienen. Dafür geht es gegen Leganz, Burnley und Brighton zu beginnen. Transfermarkt ist jetzt offen. Klar, unsere Vision und Erwartungen zu den Zielen. Was möchte denn der Kollege? Nachwuchsentwicklung. Okay, das ist Standard. 50% der Heimspiele sollen ausverkauft sein. Und mindestens 85% Stadionauslastung. Das heißt, wenn ich die Leistung bringe, klappt das vielleicht auch. International Mittelfeldplatz belegen in der Bundesliga, letzten 32 im DFB-Pokal, also ich muss die erste Runde überstehen. Finanzen, 7 Millionen Transferbudget übrig halten oder allgemeines Budget übrig halten und Vereinswert über 3 Saisons um 75% erweitern. Das ist okay, kein Problem damit. Können wir löschen und die ersten Scout-Berichte kommen auch rein. Ja, FIFA 20 kam gestern Nacht raus. Ich habe ja dann direkt, als es released wurde, sofort erstmal gestreamt, es versucht. Ging, glaube ich, auch relativ gut. Ich meine, spielerisch von mir jetzt nicht, muss man ganz klar sagen, weil ich habe einige Spiele verloren. Ich glaube, ich habe nur 2 Spiele gewonnen. Eins im Futsal, also in Volta-Mode, und das andere eben im normalen Freundschaftsspiel. Beim 1 gegen gegen Frankfurt habe ich gewonnen. Champions League-Finale. Wir werden erstmal gucken. Wir müssen natürlich auf jeden Fall hier ein bisschen scouten. Das ist ja klar. Aber die sind eh noch alle unterwegs. Abgesehen von Julian Hübner. Wir müssen mal gucken, inwiefern ich Transfers tätigen will, gleich zu Beginn. Eigentlich bin ich ein Fan davon, den Kader so zu lassen, wie er ist. Problem ist jedoch, dass das von meinem System nicht ganz so reinpasst, wie ich es gerne hätte. Da dummerweise Sandro Schwarz eben auf diese Mittelfeldraute mit 2 Achtern setzt. Und das nicht ganz so mein Spielstil ist. Ich habe eigentlich lieber flaches 4-4-2 oder ein 4-2-3-1, wenn ich eben ein bisschen defensiver stehen will. Wir müssen mal schauen. Ich denke, das Sinnvollste wird eigentlich gleich zu Beginn mal sein, ein paar Spieler zu verleihen, damit die Spielpraxis kriegen. Weil die bei mir nicht unbedingt zum Einsatz kommen werden. Ist eigentlich Solloida? Nee. Wieso klappt das nicht bei diesem Spiel? Ich verstehe es nicht. Akono kann verleiht werden. Seidel vielleicht mal nicht. Burkhardt wird verliehen. Obwohl, wir haben noch hier hinten noch 2. Dann können wir auch nee, nicht Akono, sondern Seidel können wir auch verleihen. Erstmal ein bisschen den Kader ausdünnen, damit sie Spielpraxis kriegen. Boetius. Martins. Sehr starker Mittelfeldmann. Luxemburgischer Nationalspieler. Gerrit Holtmann ist verliehen. Gürlejen kann auch verliehen werden. Der bringt mir in dem Kader aktuell sowieso nichts. Ich habe genug Innenverteidiger. Zverko und Kölle können auch verliehen werden. Ich werde den jungen Meier wahrscheinlich dann auch im Moment eben da behalten. Ja, 3 Keeper ist Standard. Brauche ich eigentlich nicht, aber mein Kader ist eh zu groß. Aber ich würde sagen, genug gelabert. Wir springen direkt rein ins erste Testspiel dieses Turniers gegen CD Legan. Mitteilungen. Das ist ja auch neu. Gucken wir mal rein, was es denn alles für Mitteilungen gibt. Ich glaube, eine Leihe wird mir und meinen Stil gut tun. Super, wir sind uns einig. Ich habe mich hier nicht richtig wohlgefühlt, daher bin ich froh, dass ich ausgeliehen werden soll. Ja, kann dir auch helfen. Dann sind wir uns ebenfalls einig. Guck mal, wir sind uns alle einig. Im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich bei Mainz 05 begrüßen. Ich freue mich auf unsere Zukunft. Das ist auch wichtig, weil ab sofort macht eben auch das Verhältnis der Spieler zu mir hab Einfluss auf die Leistung, also auf die Stärke. Das ist sehr spannend. Mal gucken, wie das Ganze wird.
Ich bin einfach nur überwältigt, was da alles passiert. Erstes Spiel gegen Legan in diesem Vorbereitungsturnier. Ich spiele auf Weltklasse, 6 Minuten die Halbzeit und es wird im Old Trafford angepfiffen werden. Ich weiß nicht, wie es wird. Ich glaube, es wird schwierig. Weil ich bin noch nicht wirklich drinne. Auch wenn die Grätsche direkt gepasst hat. Und los geht's. Ordentlich Musik unterlegt. Ich habe die Kommentatoren ausgemacht, weil die eh nur sehr viel Unsinn labern. Und das mache ich ja schon. Das ist quasi mein Job jetzt. In der Gruppenphase dieses Turniers. Ich will natürlich möglichst weit kommen. Die Gruppe ist machbar, denke ich. Also die ist jetzt nicht überragend stark. Von den Tieren... Ist das gegen Burnley? Habe ich mich verguckt? Ich spiele gegen Burnley. Ich spiele gar nicht gegen Legam. Direkt erstmal Unsinn erzählt. Fängt sehr gut an. Das Problem ist, ich habe keine Flügelspieler. Da müssen wir halt mal schauen, wie ich das Ganze umsetzen will. Ich kann natürlich mit Aaron Martin und Prosinski auf der anderen Seite offensiv agieren. Aber ich weiß nicht, ob es denn so erfolgreich sein wird, weil dann hinten die Leute fehlen. Und gerade in dem Stream habe ich gemerkt, meine Defensivleistung ist nicht gut. Er ist nicht gut. Was mich natürlich auch interessiert, vom Kommentatorenmäßigen, vom Kommentieren her, während der Aufnahme habt ihr ja eher so ein... Oh, das meine ich zum Beispiel. Okay, ich spiele auch noch mit Hack. Habe ich gar nicht dran gedacht. Beim Kommentieren der Folgen eher so wie ein normaler Kommentator während dieser 90 Minuten in Anführungszeichen oder halt normales LP-mäßige, wo ich einfach nur drauf losbabbel. Ganz schlecht geklärt mit Quaison. Schöner Ballgewinn. Jetzt hat natürlich wieder unnötig Zeit vertändelt. Es hätte viel schneller gehen müssen. Aber mit Quaison komme ich da durch. Quaison vergibt die erste Chance. Rosinski nochmal. Ablage. Da steht nämlich einer. Ich glaube, ich habe ihn da einfach abgeschossen, ja. Ich habe da den Arm in die Milzom Fernandes abgeschossen. Deswegen abseits. Ordentlicher Schuss hier ins Gesicht. Aber das ist kein Abseits. Er steht hinter mir. Das ist gleiche Höhe. Und die beiden anderen greifen. Wobei, ist Quaison dann eingegriffen? Dann war es vielleicht doch Abseits. Erst passiv und dann in der zweiten Reaktion dann Abseits gewesen. Es kann sein. Ich habe nicht drauf geachtet oder ich habe diesen weiteren Verlauf der Szene nicht mehr im Blick gehabt. Wir vertrauen einfach mal dem Schiedsrichtergespann. Und ich werde in diesem Vorbereitungsturnier auch einigermaßen viel wechseln wollen. Also da werden wahrscheinlich fast alle Spieler mal zum Einsatz kommen. Damit die Moral hoch ist. Das war eine schlechte Flanke. Kunde ist auch kein Kopfballspieler. Da kann man nichts anderes erwarten. Die Flanke nicht präzise genug, aber ich denke bisher lässt sich das eigentlich ganz gut anschauen. Offensiv, eindeutig ich das bestimmende Team. Und der Kapitän Latzer versucht es mal, bleibt aber hängen. Auch im zweiten Versuch. Ah, ich habe die Taktiken noch gar nicht eingestellt. Was meine Spieler denn mit und ohne Ball machen sollen. Abgesehen von Tore schießen, wenn sie den Ball haben. So wie Daniel Prosinski, 1-0. 20. Minute. Ich würde sagen, verdiente Führung. Hinten noch nicht wirklich was zugelassen. Ja, sie kamen zur Ecke, aber es war verschenkt. Kurz gewartet und dann in den Lauf gespielt. Und dann kein Problem für Daniel Prosinski mit dem starken rechten Fuß ins lange Eck zu knallen. Führung gegen den FC Burnley. Einen der beiden englischen Vertreter in dieser Gruppe mit Brighton. Oh, Quaison direkt abgefangen. Sehr gut. Dann aber so ein Pass wieder.
Ich weiß nicht, warum sich bei mir Boetius immer wieder auf den linken Flügel niederlässt. Ich hätte ihn gern durchgesteckt. Der Ball war schlecht. Er war richtig schlecht gespielt. Aber aufgepasst von Danny Latza. Oh, der leider zu kurz. Doch, Burnley kriegt den Ball nicht raus. Ich wollte ihn im letzten Moment noch rechts rausspielen. Ging allerdings schief. Deswegen nochmal Neuaufbau über Niakate und Aaron Martin. Ich darf nicht dauernd die L1-Taste gedrückt halten, wenn ich passe, weil dann läuft nämlich der angespielte Mann weiter. Und deswegen hätte die Gefahr sein können, dass Niakate zu weit rausrückt, aber wenn es doch gut geht, ist es doch völlig egal. Jean-Philippe Mateta, letzte Saison, ich glaube 14 Saisontore gemacht, hier im Zusammenspiel mit Jean-Paul Boetius und dann eiskalt wieder ins vom Torwart aus gesehene rechte Eck. 2-0 in der 29. Das liest sich ganz gut in diesem Vorbereitungsturnier. Wenn ich das Turnier gewinnen sollte, gibt es 8 Millionen. Das ist immer gut. Vor allem, falls ich nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden möchte. Und ich hätte eigentlich gerne linke Mittelfeldspieler. Vielleicht sogar noch einen neuen Verteidiger für links, weil nur mit Aaron Martin, seien wir ehrlich, weder Meier noch Kölle oder Sverko, die letzten beiden sollen ja auch verliehen werden, sind wirklich Alternativen zu Aaron Martin. Das ist halt schon ein deutlicher Unterschied in der Klasse. Deswegen muss ich mal überlegen, ob ich vielleicht noch einen möglichen Linksverteidiger schnappen will. Aber zunächst einmal muss ich hier eigentlich das 3-0 machen mit Quaison. Ich habe genug Zeit. Ich habe alle Zeit der Welt hier vor McHorns, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Die Nummer 40 auf jeden Fall. Da muss ich den Ball annehmen und dann gezielt ins Eck legen. Emilson Fernandes, die rechte Achterposition. Und Niakate hinten. Er ist eine Bank. Moussa Niakate. Unglaublich starker, auch spielstarker Innenverteidiger. Französischer U-Nationalmannschaftsteilnehmer. Ich meine, er war auch bei der U21-WM, die ja im Sommer war. Fernandes nochmal. Na, mit dem Volley kommst du nicht weit. Das sind zu viele Beine gewesen. Jetzt die Konterchance natürlich für den FC Burnley in der 40. Minute. Wird aber nicht unbedingt gut gemacht. Man hört die Mainzer Fans im Hintergrund, sie freuen sich. Ich meine, man führt 2-0. Ordentliche erste Hälfte, würde ich sagen. Dann muss ich mit Aaron Martin besser stehen. Aber Alexander Hack stellt seinen Körper daran. Klärt damit zur Ecke. Und quirlig im Angriff, Mateta. Schütze des 2-0. Und nun hinten dabei, den Ball nicht wirklich zu klären. Müller ist da. Im besten Fall gewinne ich natürlich jetzt dieses und das nächste Testspiel, weil dann habe ich nämlich die Möglichkeit im dritten Spiel, wo ich dann schon auf jeden Fall weiter bin, also die Gruppenphase überstanden habe, weil es 3 Spiele sind, dann könnte ich da nämlich eine komplette B11 spielen lassen. 2 Minuten Nachspielzeit, kein Foul von Boetius, der sieht am zweiten Pfosten Edmilson Fernandes, aber die Flanke war nicht gut. Und Matetas Kopfball dann kein Problem für McMahon. Halbzeit. Ich bin zufrieden. Erste Hälfte. 2-0-Führung. Wird natürlich in der Bundesliga schwerer, aber das ist ja auch nicht schlecht. Herausforderungen sind wichtig. Die anderen Ergebnisse zur Pause. Legan führt bei Brighton. Außerdem haben wir noch mit Celta Vigo, Bournemouth, Genua und Leicester City. Leicester City ist wahrscheinlich der Favorit in dem Turnier. Wechseln werde ich erstmal nicht zur Pause. Mein Wechsel ist meistens so in der 60. Und da das hier ein Vorbereitungsturnier ist, darf ich, glaube ich, die gesamte Bank einmal auswechseln. So war es zumindest bei FIFA 18. Danke. Jetzt können wir hier mal ein bisschen Tempo aufnehmen über Fernandes. Der sieht auch Brozinski, aber ich glaube, der Doppelpass ist die bessere Alternative.
Weil dann nochmal quergelegt wird für Mateta. Oh, ich habe den schon drin gesehen. Ich habe den Kopfball schon drin gesehen. Ich wollte schon zum Jubeln abdrehen quasi. Schöner Chip. Dann treffe ich den Ball nicht voll. Wenn ich ihn richtig treffe, dann geht er rein. Aber in der Zeitlupe wird es deutlich. Oder wäre deutlich geworden, dass er, glaube ich, gar nicht so knapp war. Ich muss mal gucken, wen ich eigentlich alles dabei habe. Ich hoffe, ich habe die Ersatzbank einigermaßen gut besetzt, damit ich jeden davon bringen kann, um es auf ihrer Stammposition spielen zu lassen. Mateta, dafür ist es zu früh. Es steht zwar 2-0, aber ein Gegentor und schon wird alles wieder knapp. Ja, Passweg einigermaßen zugestellt, dann aber gepennt. Doch da ist immer noch Niakate. Und über Kunde und Boetius der Neuaufbau für einen Konter. Oh, Mateta mit Glück hier. Brosinski, rechts 4 Platz. Ich sehe am zweiten Pfosten Boetius, die Flanke. Wäre aber, glaube ich, auch zu spät gekommen, wegen Abseits. Doch McHerhorn kommt raus. Und jetzt der Konter. Fernandes übernimmt die Rechtsverteidigerposition von Brosinski. Die Flanke nicht sauber. Und dann endgültig geklärt. Jetzt können wir die ersten Wechsel vorbereiten. Was haben wir denn dabei? Ja, das geht. Pierre Gabriel und Saint-Just. Dann geht Hackfür raus. Das kann man durchaus Mann für Mann wechseln. Das ist in Ordnung. Kommt vorne jetzt Quaison und Mateta raus. Dongwon-ji und Onisivo kommen rein. Tsunali übernimmt den rechten Achter. Maxim natürlich hinter die Spitzen. Und dann werde ich, wenn ich hinkomme, Malon rausnehmen. Für ihn darf dann Riedle Baku noch ran. Einer der jungen Wilden bei seinem Debüt in der Bundesliga mit einer Anfangsphase, die zum Hände über den Kopf zusammenschlagen war. Aber dann sehr starke Leistung. Torschütze zum 3-0 gegen Leipzig. Später, eine Woche später in Dortmund das 1-0 erzielt. Dann aber Pech gehabt mit Verletzungen. Seitdem nicht mehr ganz so im Tritt. Wurde erstmals für die U21 nominiert. In der letzten Länderspielpause. Hat er zusammen mit seinem Bruder gespielt. Der, meine ich, in Groß-Asbach agiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Will auch keinen Unsinn erzählen. Also nicht, wenn es um Fakten geht. Fernandes. Nochmal Mateta steil schicken. Und den machen wir alleine. 3-0. Deckel, denke ich, ist drauf. Starten mit einem Erfolg in dieses internationale Vorbereitungsturnier. Und können dementsprechend in der nächsten Partie schon den Einzug ins Halbfinale klar machen. Hier natürlich querlegen können. Boetius kam mit. Quaison war auch noch bereit. Aber jetzt erstmal Wechselarie. 7 Wechsel bei mir. Maximum. Das ist ein bisschen schade, dass da nicht mehr Wechsel möglich sind. Ich bin mal gespannt, ob in der Liga die Möglichkeit besteht, 9 Spieler auf die Ersatzbank zu packen. Das ist nämlich seit dieser Saison der Fall in der Bundesliga. Bin ich mal gespannt, ob das geht. Glück gehabt. Na, so nicht. Viel zu einfacher Ballverlust da von Maxim. Aber Saint-Just steht da ebenfalls wie eine 1. Ach, schade. Komme ich nicht drum herum, hätte ich nochmal abspielen müssen. Und nun nochmal ganz ruhiger Aufbau. Jawohl, schön durchgesteckt für Karim Onisivo. Am zweiten Pfosten lauert da einer, nämlich Dongwon-ji. Und dieser Abschluss war traurig. Der war einfach nur traurig. Den muss ich besser machen. Ganz klar. Westwood kommt für Phillips bei Burnley.
Ich glaube, da hätte ich den Ball sogar noch ein bisschen härter flanken müssen vor der Aktion eben, weil am zweiten Pfosten ja auch wieder jemand mitgelaufen war. Ich glaube, es war Baku, der mitgelaufen ist. Ja, ich wollte eigentlich Baku schicken, weil er durchgestartet ist. Das müssen wir hinten aber aufpassen. Doch, wir haben einen Diakate da, der hinten alles rausköpft. So war das nicht geplant. So war das geplant. Also, abgesehen von dem Fehlpass, ich wollte neu aufbauen. Jetzt eine Konterchance, die verpufft, aber aufgrund zu unsauberen Passspiels. Gabriel steht den Laufweg zu. Zu zweit kriegen sie nicht. Da muss auch jemand hingehen. Ja, da muss jemand hingehen. Wenn keiner hingeht, kann das nichts werden. Rodriguez mit dem Anschlusstor 3-1. Ich sage tschüss. Schaut nur zu, geht nicht hin. Hat aber ein Problem, dass in der Mitte noch einer steht. Da darf Baku nicht so stehen. Und dann die Abwehr auseinandergezogen. Hinten dann 3 gegen 2 Situationen. Oder 4 gegen 3, wenn man St. Just und Rodriguez, also noch den Angreifer mitzählt. Vorteil. Faire Partie bisher. Ich glaube, kein Foul. Flanke zu kurz. Und ich habe noch keine Ecke gekriegt in dem Spiel. Meine Abschüsse waren zu genau. Ah, schade. War zu steil. Und zu ungenau. Die KT rückt ein bisschen weit raus. Genauso wie Aaron Martin. Das gefällt mir nicht. Eigentlich muss hier zuerst Maxim draufgehen. Oder noch besser Onisivo. Die Mitte ist frei. Gut aufgepasst hier von Gabriel. Pierre Gabriel zieht von ganz rechts außen in die Mitte rein. Nochmal ein Wechsel. Mi kommt für Kühni. 88. Minute. Und damit Gabriel einfach nur geklärt. Und daraus könnte ein Konter werden, wenn ich mit Baku hier eiskalt bleibe. Und das 4-1. Baku legt auf für Karim Onisivo. Deckel drauf, Entscheidung da. Souveräner Erfolg. Im ersten Testspiel. Ist doch gut. Krian von Noob kann zufrieden sein. Der lange Klärungsversuch von Pierre Gabriel wird zum Einleiten des Konters. Baku legt quer. Und das leere Tor trifft natürlich auch Karim Onisivo. Zwei Minuten Nachspielzeit. Ja, dann haben wir doch noch eine Chance, oder? Ja. Oh mein Gott, wie kann ich den vergeben? Wunderschön quergelegt, das Tor ist leer. Und ich lege den Ball mit Song Won-ji einfach vorbei. Der hat 200% liegen lassen. Aber gut. Der Sieg ist klar. 4-1 Erfolg. Ordentlicher Start in dieses Turnier. Ordentlicher Start für mich auch in dieses neue Let's Play. Ich weiß noch nicht, wie häufig es kommt. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Interesse ihr daran habt. Und wie ich das zeitlich einordnen will. Ich muss mal schauen. Da so eine Saison ja relativ lang sein kann. 34 Spieltage, Pokal, Testspiele zu Beginn. Kalkuliere ich eigentlich sogar fast mit 2 bis 3 Mal die Woche ein. Aber wir werden es sehen. Gehen wir erstmal zurück, ob es vielleicht Interviews gibt. Ergebnisse. Legan gewinnt 2-0 gegen Brighton. Celta de Vigo 2-1 gegen Genua und Leicester 2-0 gewonnen. Wir treffen jetzt auf Brighton. Können also mit einem Sieg das Weiterkommen schon klar machen. Doch ob es uns gelingt, seht ihr erst beim nächsten Mal. Bis dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal bei FIFA 20 mit Krian von Noob. Ciao Leute.